Schauen, anbeten, Sehnsucht. Richard Strauss und seine Musik können alle erleben, die unser kommendes Sinfoniekonzert hören werden. Unser ehemaliger zweiter Kapellmeister Richard Strauss verstand es wie kein zweiter, die Gegensätze des menschlichen Seins in Musik auszudrücken. Das Ringen »Wer bin ich?« vertonte er in seiner grandiosen Orchesterfantasie »Also sprach Zarathustra«. Erkennen, verzweifeln. So klingt Zweifel. Richard Strauss ist hier Meister im Wechsel der Gefühle. In seiner Musik bejaht er das Leben und ein Gedanke blitzt auf. Ist das Leben nicht doch nur ein Wiener? (Musik) 1948, nach Kriegsende, am Ende seines ambivalenten Künstlerlebens gelingt es Richard Strauss, 4 letzte Lieder für Orchester und Singstimme zu komponieren. In seinem Lied »Im Abendrot« zaubern wir Geigen gemeinsam mit allen hohen Registern des Orchesters jene Stimmung, die nur nach einem gelungenen Lebensabend erklingen kann und noch lange nachhallen wird.